Einst stritten sich der Nordwind und die Sonne, wer von ihnen beiden wohl der Stärkere wäre, als ein Wanderer, der in einen warmen Mantel gehüllt war, des Weges daherkam. Einst stritten sich Nordwind und Sonne, wer von ihnen beiden wohl der Stärkere wäre, als ein Wanderer, der in einen warmen Mantel gehüllt war, des Weges daherkam. Ich wurde vor circa einem Jahr operiert und habe mich halt im Internet recherchiert und informiert, wo, wie, was, und habe halt die Klinik hier gefunden, dass die sich sehr darauf spezialisiert hat auch. Ansonsten die Anmeldung und so weiter war alles relativ einfach gehalten. Vorgespräche gab es jede Menge und es wurden auch alle Fragen beantwortet. Und zum OP-Tag selber war auch sehr entspannt gewesen. Ankommen, nochmal Voruntersuchung und dann ging es auch rüber gleich zum OP-Saal. Und da war auch relativ entspannt eigentlich. Ja, 14 Tage nicht reden, das hat meiner Mutter gut gefallen. Aber ansonsten war jetzt nichts so schlimm daran. Ich konnte mich halt mit Stift oder Zeichensprache kommunizieren. Vom Hals her hat es nicht wirklich wehgetan. Man hat ein bisschen Schwellung gemerkt an sich, aber es war jetzt nichts, wo man hätte Schmerzmittel oder irgendwas gebraucht. Und sind Sie denn zufrieden mit Ihrer Stimme? Ja, vollauf zufrieden. Also besser geht gar nicht mehr. Kann ich jetzt ins Opernhaus gehen?